schießt. Und das Ei ist drin. Es ist drin. Mann. Tja, verloren ist verloren. Dad, krieg ich mein Taschengeld? Klar. Hier. Danke. Hier. Nett, mit dir Geschäfte zu machen. Nimmst du meinem Sohn etwa das Taschengeld für eine Footballwette weg? Wenn er gewinnt, muss ich zahlen, abzüglich der Provision. Abzüglich der Provision? Nur damit er wetten darf, muss er etwa bezahlen? Das ist doch die Provision. Ist das so schwer? So was lernt er einfach nicht in der Schule. Ist mir egal. Gib ihm sein Taschengeld wieder. Schön. Du kriegst kein Taschengeld. Zur Strafe für dein Glücksspiel. Ich hab's dir gesagt. Ja, hast du. Nett mit dir Geschäfte zu machen. Tu mir einen Gefallen, wenn du ihn heute Abend bei seiner Mutter abgeliefert hast. Mach dich unsichtbar, okay? Wie heißt sie? Oder weißt du das noch nicht? Es ist keine Frau, da kommen nur ein paar Freunde. Ah, oh, Poker. Darf ich mitspielen? Ich bin jetzt besser als früher. Wir pokern nicht. Warte mal, ein Flush ist höher als ein Straight und ein Full Boat ist besser als ein Flush, ja? Schon, aber... Und Full House und Full Boat sind dasselbe. Ich sag nie wieder Full House Boat, versprochen. Wir pokern nicht, Alan. Was macht ihr sonst? Da kommen nur ein paar Freunde, wir rauchen Zigarren, probieren eine Flasche guten Single Malt Scotch und wir quatschen. Alles Sachen, die ich auch gerne mache. Gut, von Scotch muss ich aufstoßen, am besten ich nehme sofort einen Löffel Natron. Ist ja sehr nett, aber ich glaube, du würdest dich nicht wohlfühlen. Wieso denn? Weil wir über Privatsachen reden. Ach, du meinst wie eine Selbsthilfegruppe? Ach, nein, wir sind keine Selbsthilfegruppe. Nur ein paar Jungs, die alle paar Monate zusammenkommen und über ihr Leben sprechen. Als Selbsthilfegruppe? Unsinn, es ist keine. Okay, es ist keine. Ist es auch nicht. Versteh schon. Und warum darf ich nicht kommen? Weil diese Männer meine Freunde sind und weil wir eine gewisse Vertrauensebene miteinander teilen. Ich bin auch dein Freund. Nein, mein Bruder. Warte mal, du hältst mich nicht für einen Freund? Ich kann doch nichts dafür. Ein Freund sucht man sich aus. Ein Bruder kriegt man vor die Nase gesetzt. Wie bitte? Man hat keine Wahl dabei. Dein Dad weckt dich mitten in der Nacht auf und sagt, deine Mom war gar nicht dick und du hast kein eigenes Zimmer mehr. Dann war ich all die Jahre sowas wie ein Eindringling für dich? Eine Unannehmlichkeit? Eine Belastung? Sicher, so kann man's auch drehen. Ich wusste nie, dass sowas in dir vorgeht. Ich bin tief verletzt. Na schön. Aber du machst dich trotzdem unsichtbar, okay? Mach's gut, Onkel Charlie. Bis dann, Kumpel. Oh, er ist dein Kumpel? Fang nicht so an. Warum ist er dein Kumpel? Du hast ihn dir nicht ausgesucht. Doch, ich hab mir ausgesucht, dass er hier wohnen kann. Das hast du bei mir auch. Nein, du wohnst hier nur, weil er hier wohnt. Weißt du, manchmal kann ich dich nicht ausstehen. Und da wunderst du dich, warum ich dich nicht als Freund betrachte. Okay, viel Spaß mit deinen Freunden in der Selbsthilfegruppe. Es ist keine... Doch, es ist eine Selbsthilfegruppe. Eine Selbsthilfegruppe für schwache, ziellose Männer. Und selbst wenn du mich anfliehst, würde ich nicht mitmachen. Gut, bis dann. Hey Dad, was ist der Unterschied zwischen einem Freund und deiner Nase? Deine Nase kannst du dir nicht aussuchen. Weißt du, von wem ich das hab? Kannst mir vorstellen. Von Onkel Charlie. Und weißt du, warum es witzig ist? Weil's wahr ist. Ja, ja. Schöne Woche, Jack. Bis dann. Hi, Mom. Krieg ich mein Taschengeld? Du hast mir auch gefehlt, Schatz. Danke fürs Herbringen. Judith, warte mal kurz. Hältst du uns für Freunde? Ich halte dich für meinen Ex-Mann. Ich weiß, aber mal abgesehen von unserer lieblosen Ehe und unserer verpfuschten Scheidung, waren wir doch auch irgendwie Kameraden, stimmt's? Können wir ein andermal darüber reden? Ich habe Freunde zum Essen da. Ach wirklich? Jemand, den ich kenne? Sandra und Howard. Ach ja, wirklich? Darf ich sie begrüßen? Das wäre jetzt nicht so gut. Wieso denn? Sie sind doch auch meine Freunde. Ich war sogar noch vor dir mit ihnen befreundet. Dann ruf sie doch einfach mal an und lad sie in dein Haus ein. Das ist doch mein Haus. Und das sind meine Freunde. Du hast also meine Freunde zum Essen eingeladen. In meinem Haus. Ja, mein Guter, genau das habe ich. Wo ich recht habe, habe ich recht. Okay, ich muss euch was erzählen, aber das bleibt hier im Raum. Hier bleibt alles im Raum. Ach ja, meinst du damit auch getürkte Urheberangaben von einem deiner Songs, du Verräter? Dafür habe ich mich entschuldigt. Zu wenig, zu spät.
Müssen wir das denn jedes Mal von vorn durchkauen? Das ist Schnee von vorgestern. Danke. Aber du hättest ihm bei der Grammy-Verleihung dafür danken können. Schon möglich, aber Bob Dylan hat so lange gequasselt. Also dann weiter. Okay. Wie soll ich sagen, muss einer von euch auch mitten in der Nacht aufstehen und pinkeln? Klar. Kann vorkommen. Manchmal stehe ich dafür erst gar nicht auf. Und jetzt darf ich darüber keinen Song schreiben? Ach du Scheiße. Es geht dabei nicht ums Pinkeln per se. Es geht ums Altern. Also, ich lieg gerade mit meiner Frau im Bett. Sie sieht wundervoll aus. Sexy. Und ich will nur noch eins. Ich will meine warme Milch mit Honig trinken und schlafen. Was machst du da? Eine Einkaufsliste. Nur eine Einkaufsliste. Heißt das, deine alte Fahne ist auf Halbmast? Nein, der alten Fahne geht's gut. Und es wäre nett, wenn du das Ding nicht als alte Fahne bezeichnen würdest. Nein, worauf ich raus will, man muss neue Prioritäten setzen und sowas. Fahne, Sahne, Ahne. Irgendwann hau ich dir eins auf die Brille, das verspreche ich dir. Jungs, ich will euch mal was sagen. Ihr seid so alt, wie ihr euch fühlt, egal was der Kalender sagt. Ich fühle mich wie ein Mülleimer. How? Oh Mann. Tut mir leid, Jungs. Mein Bruder. Wir haben doch ausgemacht, dass du dich verziehst. Schon gut, ich habe mein Adressbuch vergessen. Ist das... Ja. Und der mit... Ja. Und der... Das war einmal. Jetzt nicht mehr. Den kenne ich aber nicht. Unser Buchmacher. Du ziehst mir deinen Buchmacher vor? Buchmacher und Freunde kann man sich aussuchen. Von mir aus. Tut mir leid, wenn ich störe. Ich brauche nur mein Adressbuch, weil ich meine Freunde anrufen will. Und wenn schon, beeil dich und dann raus hier. Beeil dich und dann raus hier. Hört sich an wie der Sex mit meiner Ex-Frau. Ich weiß nicht, ob Charlie es Ihnen erzählt hat, aber ich bin vor kurzem geschieden worden und es war ein ziemlich steiniger Weg für mich. Dein Adressbuch. Danke, danke. Rückblickend hätte ich das Ganze natürlich kommen sehen müssen, aber... Also, ich zähl bis drei. Wiedersehen. Tut mir leid, Jungs. Er ist ein bisschen geknickt, weil ich ihm gesagt habe, er darf nicht bei uns sein. Wieso? Du hast ihn doch gerade eben gesehen, oder? Und das wird nicht besser, glaub mir. Er hält das hier für eine Selbsthilfegruppe. Wir sind eine Selbsthilfegruppe. Du tust als Einziger so, als ging es hier nur um Scotch und Zigarren. Okay, was für eine Gruppe es auch sein mag. Wir haben hier unsere Beitrittsregeln. Ja, aber er ist dein Bruder. Und offenbar macht er viel durch. Du solltest ihm ein bisschen unter die Arme greifen, Bruder. Das mache ich doch pausenlos. Ich teile mein Haus mit ihm, ich teile mein Essen mit ihm. Hey, ich habe sogar meinen Kicker aus der Garage geräumt, damit er da parken kann. Was wollt ihr denn noch? Ich will dir mal was sagen, was das Teilen mit ihm angeht. Teilen ist keine Einbahnstraße. Wenn du etwas mit einem anderen Menschen teilst, kriegst du immer mehr von ihm zurück, als du gegeben hast. Vorausgesetzt, du bist schlau genug, mit jemandem zu teilen, der zu Anfang mehr Sachen hat als du. Hey, Dick, hier ist Alan. Wie geht's, Kumpel? Oh, gut, gut. Hör zu, hast du Bock, heute Abend ins Kino zu gehen? Ach, wirklich? Du und Ross, ihr seid auch gerade bei Judith. Ist ja interessant. Dann hat Judith außer meinem Haus, der Hälfte meines Geldes und meiner Menschenwürde auch noch das Sorgerecht für alle meine Freunde. Nein, 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 ich will das nicht mit ihr besprechen. Hi, Judith. Nein, ich will dir nicht eine Party vermasseln. Ich feiere doch selber gerade eine kleine Party, weißt du? Alan, komm wieder ins Bett. Mir ist kalt. Komm gleich, Baby. Ich leg jetzt auf, Judith. Mach's gut. Neuer Rekord, so tief bin ich noch nie gesunken. Da wir gerade vom Älterwerden reden, ich bin neulich in einem Club gewesen, für eine Art Schaufensterbummel. Und da ist mir klar geworden, ich bin der Älteste in der Bar. Ich meine, ich sehe noch gut aus.
Aber meine Konkurrenten um die Frauen waren Typen, die viel jünger waren als ich. Und deshalb muss ich gestehen, es war deprimierend, so als wären meine besten Tage längst vorüber. Oh, du brichst mir das Herz. Es gibt höchstens 11 Frauen in der Stadt, die vor seiner alten Fahne noch nicht salutiert haben. Reden wir lieber über Charlie und seinen Bruder. Was? Wieso? Naja, wir treffen uns hier all die Jahre und ich weiß nicht mal, dass du einen Bruder hast. Das war auch nicht wichtig für mich. Ich will dir mal was über das Wort wichtig sagen. Der Wortstamm des Wortes wichtig ist Wicht. Der auch der Wortstamm des Wortes Wichtigmacher ist. Dein Bruder ist vielleicht nicht wichtig für dich. Doch das heißt nicht, dass er deshalb auch ein kleiner Wicht ist. Was? Es gibt noch ein Wort mit Wisch. Wischiwaschi. Aber ich warte, bis ich dran bin. Hi, ist dort Doug Siskin? Ja, hey Doug, hier ist Alan Harper. Ich bin Ihr Chiropraktiker, aber ich rufe heute als Freund an. Ich fänd's nett, wenn wir Freunde wären. verzeihen Sie, dass ich Sie aufgeweckt habe. Hallo Nachbar, was machst du denn hier mitten in der Nacht so einsam? Ach, Charlie hat gerade Besuch von Freunden und ich habe nicht stören wollen. Oh ja, seine Selbsthilfegruppe. Er behauptet, es wäre keine. Ich bitte dich. Er behauptet auch, er wäre nicht verliebt in mich. Was willst du hier, Rose? Gar nichts. Ich saß nebenan in Charlies Auto und dachte, du brauchst ein wenig Gesellschaft. Seit er aus dem Krankenhaus kam, hat sich alles nur noch um das Baby gedreht. Weck nicht das Baby auf, ärger nicht das Baby, hör auf, das Baby anzumalen. Und das hat sich verschlimmert, als er größer wurde. Für alles, was er anstellte, haben sie mir die Schuld gegeben. Er wacht morgens ohne Haare und Augenbrauen auf. Ich bin schuld. Sie finden ihn an eine Laterne gefesselt mitten in der Stadt und wer hätte es gedacht? Mich machen sie verantwortlich. Charlie, hör auf, deinen Bruder nur dafür zu hassen, dass er geboren ist. Ich hasse ihn nicht nur, weil er geboren ist. Aber er hat meine Gnade missbraucht. Sogar jetzt bei euch, Jungs. Ich bin auch nicht gerade leicht in diese Gruppe gekommen. Erst habe ich eine Empfehlung gebraucht, dann war es nicht einfach, euch kennenzulernen. Und jetzt denkt Alan, er kann hier einfach reintanzen, bloß weil er mein Bruder ist? Das ist nicht fair. Ich will dir mal was zu dem Wort fair sagen. Was ist? Charlie, tief in deinem Herzen weißt du genau, was du zu tun hast. Gut. Wenn er euch fehlt, hole ich ihn. Wisst ihr, Sean spricht auch nie über seine Geschwister. Weiche von mir, Mary Poppins. Du tötest mir den letzten Nerv. Bitte glaub mir, Alan. Ich verstehe sehr gut, wie weh es tut, von Charlie zurückgewiesen zu werden. Und die einzige Möglichkeit, das zu bewältigen, ist, ihn noch mehr zu lieben. Und sich hin und wieder in sein Schlafzimmer zu schleichen und seine Unterwäsche anzuziehen. Danke für den Tipp. Hallo? Oh, hallo Charlie. Ja, hör zu, ich hab nachgedacht. Nimm einfach einen Löffel Natron, komm wieder ins Haus und setz dich zur Gruppe. Ach ja? Warum der Meinungswechsel? Ich hatte einen Schlaganfall, ist doch egal warum. Komm, schwing deinen Arsch hierher! Könnte es nicht sein, dass ich im Moment eine andere Verabredung habe, Charlie? Nein! Aber es ist leider so und es wäre sehr umständlich für mich, jetzt zurückzukommen. Warum? Wo steckst du denn? Es geht dich überhaupt nichts an, wo ich gerade bin. Bist du in der Garage? Aber ich bitte dich, was habe ich um diese Zeit in der Garage verloren? Lass das, Rose! Sei bitte nicht so hochnäsig, Alan. Charlie will dir doch nur die Hand reichen. Was du nicht sagst, als er sie mir das letzte Mal reichte, war ich kurz darauf an einen Laternenmast gefesselt. Na schön. Kommst du jetzt wieder rein oder muss ich dich an deinen schlabbrigen Affenohren reinschleifen? Jetzt hör doch auf ihn, Alan. Er fleht dich an. Nein, danke, Charlie. Ich fühle mich sehr wohl hier draußen mit Rose. Gut, ich habe versucht, dir ein guter Bruder zu sein. Du trotzige kleine Ratte. Also, das war wirklich nicht nötig, Alan. Doch, das war's. Du bist meine Freundin und Freunde verlassen Freunde nicht einfach, weil was Besseres auftaucht. Oh.
dann wird dich das jetzt vielleicht schmerzen. Ich habe nämlich noch was vor und zwar was Besseres. Das war's. Ich habe ihn freundlich gebeten und er hat Nein gesagt. Also weiter im Text. Coop, was ist mit deinem Hang zu Frauen, die Tobey Maguire ähnlich sehen? Schätze, ich habe mich davon befreit. Ich war in Spider-Man 2. Nichts? Hallo zusammen. Danke für die Einladung. Ich weiß, ich bin der Neue hier und deshalb halte ich mich zurück und versuche, euren Fluss nicht zu unterbrechen. Also, habt ihr irgendwelche Spielregeln, von denen ich was wissen muss? Irgendeine Vorschrift, Tradition oder Rednerliste? Nein, wir haben keine Rednerliste, aber wir haben ein Schweigegelübde. Habe verstanden. Weiter. Also, mich bedrückt auch was. Meine Panikattacken sind wiedergekommen und ich verstehe nicht, wieso. Es ist alles in Ordnung. Meine Karriere, meine Ehe. Ich sollte auf Wolke 9 schweben. Stattdessen habe ich ständig nur Angst und ein Gefühl des bevorstehenden Untergangs. Und den Durchfall. Tut mir leid, aber ich sage das nur, weil meine Panikattacken mit Durchfall einhergehen. Zuerst kommen die nasskalten Hände, dann der Schwindel und dann der... Wie schon erwähnt, ihr wisst schon. Entschuldigung. Hab's mir überlegt, der Typ muss weg. Wollen wir ihm vorher die Haare schneiden und in den Mund stopfen? Ja. Ich will euch mal was über Haare erzählen. Oh, oh. Feuchtkalte Hände, so geht's los. Moment, Moment. Ihr könnt ihn doch nicht so einfach rauswerfen. Was soll das? Du hast ihn doch selber nicht hier haben wollen. Aber ich bin sein Bruder. Ich habe das Recht, ihn rauszuwerfen. Ihr wolltet ihn haben. Jetzt ist er hier, also lasst ihn gefälligst in Ruhe. Siehst du das nicht, Charlie? Er passt nicht hier rein. Natürlich nicht. Er passt nirgendwo rein. Er ist ein komischer Kauz, der zum Telefonieren in meine Garage geht. Er kann nichts dafür. Sein großer Bruder hat ihm nichts beigebracht. Er war nicht für ihn da. Ich will's ja bei seinem Sohn wieder gut machen, aber dieser lästige kleine Zug ist abgefahren. Vielen Dank, Charlie. Du darfst aufhören. Ich helfe dir doch nur. Ich will, dass die Flasche in der Gruppe bleibt. Wenn ihr ein Problem damit habt, habt ihr ein Problem mit mir. Jetzt hilfst du mir auf einmal? Was? Da hast du dir viel Zeit gelassen. Ich stehe dir doch bei, Alan. Und ich frag dich, wo du in den letzten 35 Jahren warst. Ich erzähle euch jetzt mal, wie es war, mit diesem Typen aufzuwachsen. Das darf doch nicht wahr sein. Wie es war, zu jemandem aufzublicken, nein, ihn zu verehren, der mich bei zwei Gelegenheiten gegen eine Unterwassertaschenlampe eintauschen wollte. Es war ja nur leihweise. Nein, ich bin jetzt dran, Charlie. Alles, was ich je wollte, war seine Anerkennung, seine Freundschaft. Und was habe ich gekriegt? Meine Unterhose hatte mir bis zum Hals hochgezogen. Und das Traurige daran ist, ich habe mich auf seine Streiche gefreut, weil das die einzige Form von Liebe war, die ich von ihm erwarten konnte. Das ist traurig, Charlie. Ja. Charlie, findest du nicht, dass du deinem Bruder etwas sagen solltest? Ja. Komm her, mein Alter. Okay. Mein Alter. Here's the gag in the words of somewhere. She loves my flag. Rally round the flag. Wow, wow, Elvis, das war wundervoll. Aber wenn ich ganz ehrlich sein soll, deine frühen Lieder fand ich schöner, diese wütenden Sachen, du weißt schon, Pump It Up. Das war ein Song. Ich hab's gewusst. Da wir schon mal dabei sind, Sean, warum drehst du keine lustigen Streifen wie früher? Ich meine, ich glaube, ich stehe im Wald, das war doch irre. Komm, mach uns mal den Spicoli vor. Jungs, ich finde das nicht witzig. Oh, feuchtkalte Hände. Schwindel. Jungs! Hey, Jungs!
Jungs! Tequila, Scheckbuch, Schmollmund. Die Alimente sind wieder fällig. Verzieh dich, Charlie. Mann, für so viel Geld könnte sie wenigstens rüberkommen und dir ein Striptease hinlegen. Lass mich in Ruhe, Charlie. Weißt du, was wirklich komisch wäre? Schreib bei Verwendungszweck Striptease hin. Das wird spannend bei ihrer Steuererklärung. Charlie, du... Okay. Wo ist Jake? Schläft bei einem Freund, wird morgen hier abgeliefert. Oh Mann, hab einen Film für ihn ausgeliehen. Und welchen? Keine Sorge, da kann er was lernen. 1 Million Jahre vor unserer Zeit, was soll er daraus lernen? Wenn Ruckel Welch in einem Pelzbikini vor Dinosauriern flieht? Das ist Geschichtsunterricht vom Feinsten. Den wirst du dir alleine ansehen müssen, fürchte ich. Wäre nicht das erste Mal. Warum holst du denn immer die Giraffe raus, wenn du einen Alimente-Scheck ausstellst? Ist ein Symbol. Ah. Willst du denn nicht wissen, wofür? Lieber nicht. Ich habe sie im Keramikkurs für Judith gemacht, als wir frisch verliebt waren. Ah. Und all die Jahre blech ich für Juwelenarmbänder und Seidenunterwäsche. Es soll Frauen geben, die nicht auf Schmuck und Unterwäsche stehen. Wenn du von toten Frauen redest, hast du recht. Hey, mir fällt gerade ein, dein Name ist Al und du schickst deine Ex-Frau Alimente. Von daher sind es Al-Limente. Hey, und mir fällt gerade ein, dein Name ist Charlie und du bist ein Idiot. Sei es, wie es wolle. Warum hast du die Giraffe, wenn du sie ihr geschenkt hast? Nachdem Judith mich rausgeworfen hatte, wollte ich sie heimzahlen. Sie hatte das Haus, das Geld, den Wagen und ich habe gedacht, ich sollte auch etwas haben. Und da hast du ihr Nippes geklaut. Symbolischen Nippes, mein Freund. Ah, verstehe. Und jetzt kann ich sie jeden Monat, wenn ich den Scheck ausstelle, ansehen und mir vor Augen führen, was ich doch für ein elender Versager bin. So ein Unsinn. Dafür brauchst du doch keine Giraffe. Schmeiß das Ding weg. Du wirst dich vor lauter Verbitterung noch umbringen. Du meinst, ich tue mir damit selber mehr weh als ihr? Nein, ich meine, dass du ihr gar nicht wehtust. Junge, du musst dich davon lösen. Richtig. Richtig. Und weißt du, was daran wirklich symbolisch wäre? Wenn dir eine Kellnerin in Las Vegas ein Flötenkonzert gibt? Nein. Nein. Wenn ich Judith das Ding wieder zurückbringen und mich für den Diebstahl entschuldigen würde. Ich finde meine Idee besser. Okay, ich habe einen Plan. Ich bringe das Ding Judith wieder zurück und vergesse die Sache. Überleg dir meinen Vorschlag. Du fährst. Warum sollte ich? Weil ich zum Fahren eindeutig zu betrunken bin. Was hat das mit deinem Plan zu tun? Warte, Alan. Versuch nicht, mich aufzuhalten. Ich gebe Judith die Giraffe zurück. Ich wollte dich nicht aufhalten. Ich wollte nur besser sehen. Okay, du darfst so sehen. Charlie, sieh dir das an? Siehst du das? Die Harpers. Ja, und? Sie ist doch gar nicht mehr die Harpers. Sie ist die Harper. Die Matte lügt wie gedruckt. Ja, und steckt unter einer Decke mit dem Briefkasten. Na, mach schon. Willst du nicht klingeln? Wir beide sind die Harpers. Wir. Oh, Alan. Hey. Dr. Manning, ist Jake etwa krank? Ich glaube nicht. Er schläft heute Nacht bei Freunden.
Genau. Dr. Melnick ist der Kinderarzt von Jake und da dachte ich natürlich, er wäre... Oh, okay. Ich glaube, deiner Frau hat noch jemand die Giraffe gegeben. Haben Sie auch die Knoblauchbällchen geliefert? Was willst du denn hier? Ich glaube, ich gehe wieder in den Whirlpool und lass euch reden. Also? Ich wollte dir das überreichen. Was ist das? Die habe ich für dich gemacht. Ausgerechnet jetzt? Nein, das ist schon ewig her. Ist ein Symbol. Alan, du hast einen Riss in der Birne. Du brauchst Hilfe. Lasst euch die Knoblauchbällchen schmecken. Das hat mehr Spaß gemacht als erhofft. Komm, ich gebe dir einen Ausgiraffenjunge. Okay. Warte. Mit unserem Kinderarzt. Meine Ex-Frau schläft mit unserem Kinderarzt. Ob sie auch nach jeder Behandlung einen Dauerlutscher kriegt? Also, du kannst echt von Glück reden, Mann. Ach, wirklich? Wirklich? Charlie, wie kann ich von Glück reden? Sag's mir. Zum Beispiel, wenn Jake sich verletzt, findet er kostenlose ärztliche Hilfe im nächsten Whirlpool. Stimmt. Er kann gut mit Kindern. Ich habe darum gebettelt, dass sie es mit mir im Whirlpool treibt, aber sie meinte, ihre Haare würden kraus. Sie hat offenbar die richtige Pflege gefunden. Aber wenn sie es ernst meint mit dem Kerl, was wird, wenn sie ihn heiratet, Mann? Umso besser. Besser? Was soll denn daran besser sein? Sag mir das mal. Wenn sie den Typen heiratet, musst du keine Alimente mehr bezahlen. Das ist besser. Wenn du es mal von allen Seiten betrachtest, müsstest du die Beziehung anheizen, Mann. Der Kerl ist ein dicker Fisch für dich. Lass ihn bloß nicht mehr vom Haken. Du hast recht. Am besten, ich gehe wieder hin und singe ein Loblied auf ihr Verhältnis. Nein. Du hast den Whirlpool und die Frau besorgt. Das genügt fürs Erste. Du hast recht. Du hast wahrscheinlich auch die Knoblauchbällchen bezahlt. Au. 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 Kriege ich noch einen Kaffee, Birte? Was hält sie ab? Holen Sie sich Ihren Kaffee selber. Na endlich, Charlie. Bist du auch schon wach? Mom. Wo ist mein Enkel? Schläft auswärts, kommt später. Und niemand ruft mich an. Ich werde doch nicht kommen, wenn man mir sagt, dass er nicht da ist. Gut zu wissen. Und wo ist dein Bruder? Sein Auto steht nicht draußen. Mom, ich weiß nicht mal, wo meine Hose ist. Gut, also schön. Sieht ganz so aus, als würden wir zwei ein paar Mußestunden miteinander verbringen. Ja, wäre mir ein Vergnügen. Aber ich spiele sonntagmorgens immer Softball. Charlie? Ja? Heute ist Samstag. Verdammt! Oh. Na sowas, Sie sind noch hier. Ja. Hören Sie, Alan, mir tut die ganze Sache wirklich leid. Nein, ich muss mich entschuldigen. Hier gestern Abend ohne Vorwarnung aufzukreuzen war unpassend und ich bin hier, weil ich Ihnen sagen wollte, dass es nicht mehr vorkommen wird. Dann kommen Sie ohne Vorwarnung, um sich zu entschuldigen, dass Sie ohne Vorwarnung kommen. Ich habe befürchtet, dass Sie das sagen. Und, ist Judith schon auf? Sie ist nicht da, sie ist einkaufen gegangen. Oh, so früh am Samstag ist sie schon auf?
Sie macht Fortschritte. Sie hat viel geschlafen, als wir noch zusammen waren. Wahrscheinlich wegen der Depression und der Pillen. Pillen? Oh nein, es war nichts Ernstes. Nur immer die kleinen rosa Pillen, um die Mundwinkel wieder nach oben zu ziehen. Hören Sie, Alan, das ist etwas peinlich für mich. Es braucht Ihnen doch nicht peinlich zu sein, Dr. Melnick. Wir werden uns in nächster Zeit bestimmt noch viel öfter sehen. Und es gibt gewiss keinen Grund, sich deswegen unwohl zu fühlen. Eine erwachsene Einstellung. Danke. Kein Problem. Ich mache Ihnen einen Kaffee. Will man uns etwa weismachen, dass die Steinzeitfrauen sich die Beine rasierten und Pelzbikinis trugen? Das ist kein Dokumentarfilm, Mom. Weißt du, ich werde nicht ewig leben und der Tag wird kommen, an dem du bereuen wirst, mich links liegen gelassen zu haben. Charlie, warum hasst du mich? Was? Wann immer ich euch besuchen komme, setzt du alles daran, um mir aus dem Weg zu gehen. Nicht alles offenbar. Im Moment haben wir doch unsere Mußestunde. Du tust doch nichts anderes, als in den Fernseher zu starren und er läuft gar nicht mehr. Aber ich sehe dich noch. Charlie, sieh mich an. Wie lange soll das jetzt gehen? Ich bitte dich, rede jetzt mit mir. So, ich gehe jetzt. Nein, nein, warten Sie, Bertha. Kommen Sie, setzen, reden. Mamis Mußestunde ist schon vorbei. Er hasst mich. Nein, so ein Unsinn. Ich brauche Sie, Bertha, wirklich. Aber ich will nach Hause, ich muss. Hey, Bertha, ich flehe Sie an. Oh, also gut. Oh. Wieso hassen Sie Ihre Mutter? So, da wären wir. Kaffee, Orangensaft und mein geheimer Vorrat an Minzeplätzchen von hinter dem Kühlschrank. Kleiner Tipp, wenn Sie hier gute Plätzchen essen wollen, dann müssen Sie sie verstecken. Judith frisst sie, als stünde sie vor der Hinrichtung. Dann erzählen Sie doch mal was von sich. Waren Sie schon mal verheiratet? Meine Frau ist gestorben. Oh, tut mir leid. Aber Sie müssen immerhin keine Alimente zahlen. Hey, wissen Sie, was witzig ist? Mein Name ist Al. Und ich zahle Judith Alimente. Daher heißt es Alimente. Aber es heißt doch Alimente. Ich habe befürchtet, dass Sie das sagen. Sind Sie Vater? Nein. Was für ein Segen mit der toten Frau und so. Minzeplätzchen? Nein, danke. Wo waren wir? Ach ja, Kinder. Es ist noch nicht zu spät für Sie. Judith ist eine wunderbare Mutter. Ja, aber in diesem Stadium ist unsere Beziehung noch nicht. Natürlich nicht. Andererseits würde ich nicht zu lange warten. Sie ist kein Küken mehr, wissen Sie? Naja, eiermäßig gesehen. Ich sitze am Muttertag also nett beim Mittagessen mit meiner ordinären Tochter und ihrem bescheuerten Freund. Da wird auf einmal die Wohnungstür eingebrochen und das Zimmer füllt sich mit Tränengas. Und ehe ich mich versehe, liege ich auf dem Boden. Huste wie verrückt, während die Cops Bonnie und Claude fesseln und nach draußen schleifen. Es stellte sich raus, dass sie mit dem Geld, das ich ihnen für die Eröffnung eines Sonnenstudios geliehen hatte, in meinem Werkzeugschuppen Marihuana-Pflanzen angebaut haben. Das darf doch nicht wahr sein. Ihre Tochter hat Sie am Muttertag besucht? Klar doch, welches undankbare Gör würde seine Mutter nicht am Muttertag besuchen? Ich hab's einmal vergessen, hör schon auf. Wann habe ich Geburtstag? Wie bitte? Du hast schon verstanden. Was spielt das schon für eine Rolle? Sie wissen nicht, wann Ihre Mutter Geburtstag hat? Jedenfalls nicht auswendig. Charlie! Was ist denn? Sie ändert ihn ja doch immer zu. Nur das Jahr, nicht den Tag. Gerade ist mir was eingefallen. Ich kann ja abhauen. Na, fantastisch.
Aber bevor du gehst, wüsste ich gern was von dir. Was? Warum hast du mich? Ach, Mom, was soll denn der Quatsch? Ich... Rose! Nein, nein, Rose, warte. Rose, komm doch rein. Hier, meine Mom ist da. Du magst doch meine Mom. Oh ja, klar. Hi, Evelyn. Tag, mein Schatz. Ist das meine Hose? Nein, Unsinn. Die habe ich gekauft. Aber kann sein, dass das dein Portemonnaie und deine Schlüssel sind. Evelyn, du wirst mit jedem Mal jünger. Oh, du Schmeichlerin. Und danke für die Geburtstagskarte. Oh, ist sie rechtzeitig angekommen? Ja, und sie war hübsch. Es war so schön, dass du an mich gedacht hast. Wie könnte ein Mensch deinen Geburtstag vergessen? Oh, ja. Sie regt sich wirklich manchmal etwas zu sehr auf, hä? Ich dachte, sie wäre noch nicht über ihre Scheidung weg. Nein, sie war schon drüber weg, als ich noch gepackt habe. Nein. Das liegt am niedrigen Blutzucker. Der Trick an der Sache ist, ständig ein paar extra große Schokoriegel in der Tasche zu haben. Dann wird sie sofort munter. Hm, wirklich? Oh ja. Oh, noch ein Tipp. Wenn sie anfängt, grundlos zu weinen, und das wird sie, sagen Sie zu ihr niemals, wein doch nicht. Und ja, nicht anfassen. Okay. Oder pfeifen. Niemals, niemals pfeifen. Okay, vielleicht vergesse ich mal einen Geburtstag. Vielleicht rufe ich nicht jedes Mal zurück, aber das heißt doch nicht, dass ich sie hasse. Sagen Sie mal, ist er gestillt worden? Klar ist er gestillt worden. Nicht von mir persönlich. Ist ja interessant, weil ich die Bräute sehe, die hier so aufkreuzen. Und er steht eindeutig auf fette Möpse. Nein, tue ich nicht. Ach, wirklich? Rackel Welsch. Hey, das ist ein verdammt guter Film. Da fällt mir ein, in unserer einzigen Nacht zusammen hat er unglaublich lange mit meinem Busen gespielt. Ich meine, Vorspiel ist ja ganz nett, aber Gott, es war, als würde man mit einer Katze schlafen. Rose, um Gottes Willen, du redest mit meiner Mutter. Entschuldigung, einer sehr kuscheligen Katze. Er war von klein auf oral fixiert. Immerzu hat er an den Daumen anderer Kinder gelutscht. Und jetzt hat er immerzu eine Flasche Fusel am Mund. Mein Therapeut sagt, dass er damit seine Gefühle ertränkt. Mein Therapeut sagt genau das Gleiche. Also das hätte ich euch umsonst sagen können. Da bin ich. Hey, Jake ist da. Er hat bei seinem Freund geschlafen. Sieh mal, wer da ist, Partner. Hi, Oma. Hallo, mein Schatz. Danke für deine reizende Geburtstagskarte. Meine Mom hat sie ausgesucht. Oh, und die hast du sicher sehr lieb. Klar. Danke. Du darfst jetzt gehen. Darf ich auch gehen? Wir sind noch nicht fertig. Wo waren wir? Wir wollten rausfinden, warum Charlie dich hasst. Ja. Also, Charlie. Okay, schön, wie du willst. Ich habe nicht gesagt, dass ich dich hasse. Aber wenn ich's täte, dann vielleicht deshalb, weil du ein egozentrischer Blutsauger bist, der meinen Vater früh ins Grab gebracht hat. Und während der vielen Ehen, die du danach hattest, waren Alan und ich abgeschrieben. Dir kam das sehr gelegen, weil wir für dich nichts weiter waren als Aufziehäffchen, die du vorholen konntest, wenn dir danach war. Und wenn nicht, hast du uns in Internate abgeschoben oder in Camps oder in diesen Kibbutz in Israel, wo wir verhauen wurden, weil wir keine Juden waren. Und jetzt? Jetzt bist du bei jeder Gelegenheit darauf aus, mir ein schlechtes Gewissen zu machen, weil ich nicht dankbar bin für meine kalte, einsame, lieblose Kindheit. Weißt du, offensichtlich kannst du noch nicht darüber reden. Alan, Sie müssen das wirklich nicht machen. Hey, hey, ich bin ein gesuchter Chiropraktiker. Wenn Jake einen steifen Nacken hätte, würden Sie ihm doch bestimmt auch was verschreiben. Ich habe mich bestimmt letzte Nacht nur verlegen. Ja, vermutlich, weil Sie unser Bett noch nicht gewohnt sind. Und, haben Sie schon Bekanntschaft mit den Eltern von Judith gemacht? Nein. Oh, die werden Sie lieben. Die Scheidung hat Sie völlig fertig gemacht, ganz zu schweigen von Judith. Unglücklicher Wahl danach. Unglücklicher Wahl? Oh, unwichtig. Wichtig ist für die beiden nur, dass Judith wieder eine Beziehung zu einem Mann hat.
Oh, das sind ja ganz schöne Verspannungen. Alan! Oh! Hast du nicht gerade Alimente bezahlt? Ich muss dem Kinderarzt noch was zahlen. Jake war krank? Nein, nein. Der Kinderarzt musste zum Orthopäden. Hast du gewusst, dass Mom neulich Geburtstag hatte? Ja, ich habe ihr Blumen und eine Karte geschickt. Oh Mann, hättest du nicht auch für mich unterschreiben können? Aber das habe ich doch auch gemacht. Ich habe geschrieben, in Liebe, deine Söhne Alan und Charlie. Verdammt. Wieso? Sie hat mir eingeredet, ich hätte es vergessen. Ich weiß nicht, was er getan hat, Charlie. Die Lehrerin hat eben angerufen. Ich soll ihn abholen. Nur zur Information. Wenn der Junge unter der Bank Blackjack gespielt hat, hatte er die Idee nicht notwendigerweise von mir. Ich habe ihn nicht angestiftet. Ich kann Ihnen versichern, dass er so ein scheußliches Verhalten nicht von mir hat. Vielleicht warte ich lieber draußen. Halt, halt! Was macht der denn hier? Mein Wagen wird gerade repariert und Charlie war so nett, mich zu fahren. Nein, Charlie war so nett, dir ein Taxi zu rufen, das du nicht nehmen wolltest. Was ist denn los? Dein Sohn hat seiner Lehrerin den Finger gezeigt. Okay, nur zur Information. Er hat das nicht notwendigerweise... Charlie, hör auf damit. Was ist denn eigentlich passiert? Ich habe was an die Tafel geschrieben und er dachte, ich sehe es nicht. Ist das wahr? Ja, ich dachte wirklich, sie sieht mich nicht. Ich fürchte, dieses Verhalten führt zu einem Schulverweis. Vielleicht schaffen wir es zu einer Matinee. Vielleicht. Jake, warum hast du den Finger Miss Pasternak gezeigt? Verzeihen Sie, wir gebrauchen den Dativ vor dem Akkusativ. Wir sagen, warum hast du Miss Pasternak den Finger gezeigt? Ich schätze, damit ist die Frage beantwortet. Jake, warum hast du Miss Pasternak den Finger gezeigt? Weil sie auf mir rumhakt. Jake, ich behandle dich genauso wie jeden anderen Schüler auch. Ja, klar doch. Klappe! Ich würde jetzt gern allein mit deinen Eltern reden. Komm, Jack. Darf ich nicht mal meine Version sagen? Partner, du bist 11. Du hast keine Version. Ich bin nicht schuld. Sie hat mich provoziert. Sie hat dich provoziert? Ja, das bedeutet... Ich weiß, was es bedeutet. Und es spielt keine Rolle. Du wirst dich sofort entschuldigen müssen. Es tut mir doch gar nicht leid. Das ist unwichtig. Sag's einfach und guck so, als würde es dir leid tun. Du hast doch große, unschuldige Kinderaugen. Gebrauch sie. Das wäre aber gelogen. Sei nicht so heldenhaft, du Schafskopf. Du hast eben deine Lehrerin verärgert. Ja, aber ich war ehrlich. Da siehst du, wohin das führt. Oh. Schätze, ich habe gerade meine Unschuld verloren. Er hat normalerweise sehr gute Manieren, aber er hat auch große Probleme wegen unserer Trennung. Ja, genau. Obwohl es weniger eine Trennung war als ein Rausschmiss. Sie haben mein Mitgefühl, aber wenn ich auf jedes Kind, dessen Eltern sich scheiden lassen, besonders eingehen wollte, bekäme ich nur noch den Finger gezeigt. Wir denken auch, er hätte eine Strafe verdient. Oh, die hat er verdient. Aber überlassen Sie das uns. Mit uns meint er mich. Ich muss immer der Buhmann sein. Weil du es besser kannst wie ich. Als ich? Du bist einfach ein Arsch. Können wir unter vier Augen reden? Das halte ich für eine gute Idee. Und es heißt... Könnten wir unter vier Augen reden? Hör auf damit! Miss Pasternak, man hat uns noch nicht vorgestellt. Ich bin Jakes Onkel Charlie. Hallo. Es tut mir wirklich leid. Ich bin hier vielleicht fehl am Platz. Und wenn ja, tut es mir wirklich leid. Aber Jake möchte Ihnen etwas sagen. Es tut mir wirklich leid. Und es tut mir auch wirklich leid. Warum tut es Ihnen leid? Weil das Kind die obszöne Geste vielleicht von mir hat. Ich bin nicht so an Kinder gewöhnt und es tut mir wirklich leid. Tja, danke, ich nehme es zur Kenntnis, aber es ändert nichts an Jakes Untat. Richtig, absolut richtig. Jake, geh zum Automaten und hol Miss Pasternak einen Pfirsichsaft und eine Tüte Kekse.
Sie sind Miss Pasternak, nicht wahr? Men, 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 manly men, 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 manly men, 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 manly men, 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 manly men, 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 manly men, 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 men. Also, und der hier heißt Lies zwischen den Zeilen. Du zeigst damit zwar jemandem den Finger, aber du kannst das immer abstreiten. Cool, wie das Glitschauge. Ganz genau. Und der hier heißt die langsame Welle. Charlie? Sie erfüllt ihren Zweck, wie du siehst, aber man kann sie nicht abstreiten. Sieh mal hier, Dad, der Ballonfinger. Okay, das reicht. Müssen wir ihm wirklich noch mehr beibringen, dass er Leute verprellt? Womit er Leute verprellt? Charlie, ist dir klar, wie knapp er heute vor einem Schulverweis stand? Allerdings. Ist dir klar, wie glücklich wir sind, dass Miss Pasternak ihm noch eine Chance geben will? Glücklich? Gut, warum nicht? Nennen wir es Glück. Was soll das heißen? Dass ich zu bescheiden bin, um es Kunstfertigkeit zu nennen. Hey, Dad. Was ist? Warum ist nur ein Finger der böse Finger? Weiß ich nicht, Jake. Der ist okay, stimmt's? Stimmt. Dad? Ja? Ist was? Nein. Ich verstehe das nicht. Wer entscheidet das? Men, 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 manly men, 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 men. Onkel Charlie, ich habe was Schlimmes geträumt. Und es wird immer schlimmer. Hey, Partner. Warum schläfst du nicht? Ich hoffe, dass ich schlafe. Hallo, Jake. Hallo, Miss Pasternak. Hör zu, Partner. Miss Pasternak schläft heute bei uns, weil wir, Freunde sind. Ist nicht wahr. Jake. Ich bin nur von 7:45 bis 3 deine Lehrerin. Danach bin ich für dich ein Mensch wie jeder andere auch. Dagegen ist der Weihnachtsmann, den ich in der Fußgängerzone pinkeln gesehen habe, ein Witz. Okay, machen wir Schluss mit der Privatschule und gehen in die Falle. Keine Sorge, Jake. Das wird in der Schule nichts zwischen uns ändern. Sie sind weiter so gemein zu mir? Ja, genau. Der Kampf geht weiter. Komm, Partner, geh schlafen. Ja, als könnte ich jetzt noch schlafen. Kommt er damit zurecht? Klar. Er ist nur nicht gewöhnt, seine Lehrerin außerhalb der Schule zu sehen. Und außerhalb ihrer Hose. Keine Sorge, ich rede morgen früh mit ihm und sorge dafür, dass er das für sich behält. Danke, Charlie. Oh, Miss Pasternak. Warum nennst du mich denn nie beim Vornamen? Weiß nicht, so finde ich es einfach viel geiler. Charlie? Ja, Miss Pasternak? Denkst du, Jake glaubt, dass wir nur Freunde sind? Wieso denn nicht? Sind wir doch. Ich meine, wenn ich dich mal besser kennenlerne, glaube ich schon, dass wir Freunde werden. Charlie, wir wissen doch beide, dass zwischen uns noch viel mehr läuft als Freundschaft. Viel mehr? Wie? Viel mehr? Naja, ich weiß, es kommt ziemlich schnell und ich will nicht das L-Wort gebrauchen. Gut, danke. Nur fühlt sich das hier verflucht nach Liebe an. Sag mal, welches L-Wort wolltest du nicht gebrauchen? Oh, Charlie, komm mit. Gehen wir schlafen. Ja, als könnte ich jetzt noch schlafen. Morgen. Morgen. Was machen Sie da? Meine berühmten Huevos Rancheros für meinen Bruder und meinen Neffen. Ach, wirklich? Was haben Sie angestellt, dass Sie wieder gut machen müssen? Wie kommen Sie darauf, dass ich immer... Ich habe mit Jacks Lehrerin geschlafen. Oh, Charlie, hat Ihnen das Fiasko mit der Pfadfinderführerin nicht gereicht? Es ist noch schlimmer. Jake hat's rausgefunden. Was ist mit Ihrem Bruder? Er weiß es noch nicht. Hey, du machst Frühstück? Wieso denn das? Oh, einfach so. Macht mir Spaß. Oh, vielen Dank. Ist mir ein Vergnügen. Morgen, Bertha. Morgen, Sie ahnungsloser Nullpeiler.
Wie angenehm, dass sie mal gute Laune hat. Ja, setz dich. Hier, ein paar Huevos. Oh, gracias. Frisch gepresster Orangensaft. Hast du ihn gepresst? Nein, steht auf der Flasche. Okay, was hast du angestellt? Weißt du, tja, ist schon irre. Ich hab mit Miss Pasternak geschlafen. Charlie, bist du verrückt geworden? Was ist denn Jake das rauskriegt? Okay, Oh nein. Wie? Er ist mitten in der Nacht aufgewacht und... Du hast hier mit ihr geschlafen? Hat dir das Fiasko mit der Pfadfinderführerin nicht gereicht? Hey, ich hab ihn vor dem Schulverweis bewahrt. Auf die Art? Gern geschehen. Hast du einen Dachschaden? Nein, aber ich habe so einen Verdacht, was Miss Pasternak betrifft. Was soll das wieder heißen, bitte? Keine Sorge, ich regle das. Oh, das beruhigt mich ja sehr. Und wie hat Jake das verkraftet? Ist er ausgeflippt oder... Nicht so sehr wie du. Morgen! Siehst du erst gut drauf. Jake, möchtest du über das reden, was du letzte Nacht mit Onkel Charlie und Miss Pasternak gesehen hast? Oh Gott, das ist wirklich passiert? Gut, Alan, weiter so. Dad, kriege ich Privatunterricht? Hör zu, Jake, keine Sorge. Geh nur zur Schule, erzähl niemandem was. Ich sag ihr, dass ich mit ihr Schluss mache und wir vergessen den ganzen Vorfall. Es kommt mir vor wie damals mit der Pfadfinderführerin. Ich hoffe, du hast noch Platz fürs Dessert. Ich hab noch Platz für dich. Bist du sicher? Ich bestehe nur aus leeren Kalorien. Willst du einen Früchtebecher? Zwei Früchtebecher. Hör zu, Dolores. Wir müssen was besprechen. Oh, nenn mich Miss Pasternak. Nein, das wäre jetzt zu intim. Dolores, du bist eine Wahnsinnsfrau und es hat mir mit dir einen Riesenspaß gemacht. Aber ich bin überzeugt, dass du einen besseren als mich verdient hast. Okay, ich verstehe. Gut, danke. Du bist dir nicht sicher, aber hab keine Angst, ich werde dich niemals im Stich lassen. Nein. Deshalb mache ich mir auch keine Sorgen. Weißt du, Dolores, ich bin von Grund auf schlecht. Ich bin ein Schmetterling. Ich fliege von Frau zu Frau und... Shh, Charlie, das ist Vergangenheit. Ich werde nicht aufgeben und willst du auch wissen, warum? Warum? Weil mir jemand gesagt hat, dass wir... zusammengehören. Ach ja? Das kann aber niemand sein, der mich kennt. Oh, er kennt dich sehr gut. Und er liebt dich noch mehr, als ich dich liebe. Oh oh. Charlie, unsere Vereinigung ist geweiht worden. Was? Wie bitte? Was? Nachdem wir Unzucht trieben, habe ich um Vergebung gebetet und er hat geantwortet, keine Sorge. Derselbe Typ? Es gibt nur einen Charlie. Und seine treue Hand hat mich geführt, seitdem ich Stripperin in Reno war. Ach echt? In welchem Club? Warst du als Lehrerin verkleidet? Das ist unwichtig. Wichtig ist nur, dass dieselbe Hand, die mich aus dem Tal der Erniedrigung führte, zu dir gebracht hat. Damit du noch mehr erniedrigt wirst? Nein, damit ich dir helfe, ein besserer Mensch zu werden und dich zu fördern. Sitz aufrecht und iss deinen Früchtebecher. In Ordnung. In Ordnung was? In Ordnung, Miss Pasternak. Hey, Charlie. Rat mal, wer dran ist. Wir haben uns zwar für heute Abend nichts vorgenommen, aber wir sollten uns weiter über unseren gemeinsamen Weg unterhalten und wohin er uns führt. Ich meine, wir wissen ja, wohin er uns führt, aber es würde mir viel bedeuten, es aus deinem Munde zu hören. Aus deinem schönen, gesegneten Mund. Ruf mich an, Schatz. Wie verrückt, mal am anderen Ende eines solchen Anrufs zu sein. Das denke ich mir. Und? Professionelle Meinung? Bitte. Sie hat einen Riss im Plätzchen. Ja, das denke ich auch. Ich meine, die Frau kennt dich doch fast gar nicht. Wie kommt die denn dazu, so aufdringlich zu sein? Rose, wir waren nur eine Nacht zusammen und du hast dich an meinen Kühlschrank gekettet. Das war doch was anderes. Wir waren füreinander bestimmt.
Okay, ich wollte dich zwar fragen, wie ich das am besten beende, aber mir fällt gerade auf, dass Trennungen womöglich nicht ganz in dein Fachgebiet fallen. Ja, ich binde mich lebenslänglich. Ich bin wie ein Pinguin, was das angeht. Und ich rutsche sehr gerne auf dem Bauch übers Eis. Onkel Charlie, rat mal, was heute mit Miss Pesternek los war. Keine Sorge, ich will gerade mit ihr Schluss machen. Nein, nein, nicht! Wieso denn? Sieh dir das an. Hey, du hast ja eine Einzelgeschichte. Weiter so, Jake. Sieh dir seine Antworten an. Abraham Lincoln unterzeichnete die Proklamation zur Gleichberechtigung in Schwarz. Dafür hat er eine Eins gekriegt? Wir haben alle eine Eins gekriegt. Sie war wie ausgewechselt. Sie hat mir sogar meine falsche Hundekacke wiedergegeben. Charlie, die hast du von mir bekommen. Du bist bei mir eingebrochen und hast sie mir aufs Kissen gelegt. Du hast sie trotzdem weiter verschenkt. Und ich hab gedacht, dass du Klasse hättest. Jake, wie wär's, wenn du in deinem Zimmer Hausaufgaben machst? Sie hat uns keine aufgegeben. Das war noch nie da. Ich liebe dich, Onkel Charlie. Oh, Mann. Ja, ja. Ich schätze, du weißt, was du zu tun hast. Mit Miss Pasternak Schluss machen. Auf keinen Fall. Er kriegt doch Einsen. So gut war er nicht seit dem Mittagsschlaf im Kindergarten. So wird er doch nie was lernen. Charlie, man muss Prioritäten setzen. Hauptsache, er kommt in die Unterstufe. Wenn er das geschafft hat, kann er von mir aus lernen, dass Fidel Castro kein spanischer Geigenkasten ist. Können wir essen gehen? Charlie! Wie schön, dich zu sehen. Ist auch okay, dich zu sehen. Charlie? Was ist? Komm. Entschuldigung. War das ein schöner Tag. Die Kinder haben sich so gut benommen, sogar Jake. Wie schön. Ich will dir was verraten. Ich habe Jake nie gemocht. Aber du sagtest doch, du behandelst ihn wie die anderen Kinder. Das muss ich ja auch sagen. Und? Wo gehen wir essen? Ich weiß noch nicht genau. Du kommst unvorbereitet? Aber Charlie, du hast so viel Potenzial, wenn du es nur nutzen würdest. Also gut, weißt du, meine Latte für verrückte Frauen liegt ziemlich hoch. Aber du überspringst sie noch in Straßenschuhen. Du bist mir böse. Nein, nein. Doch, sag's nur. Nein, ich bin dir nicht böse. Was hast du für ein Problem? Lass nur, vergiss es, wir machen uns einen netten Abend. Oh, Charlie, wie süß von dir. Wir wollen nie wieder streiten. Nie wieder, ich hasse es. Kann ich mal aufs Klo? Darf ich auf die Toilette gehen? Oh, genau. Darf ich? Du bist entschuldigt. Danke. Charlie. Es tut mir echt leid, dass es nichts geworden ist mit Miss Pasternak. Ihr solltet wissen, dass ich eine Bonusrunde für sie eingelegt habe. Alan, du weißt, was das heißt. Und Jake, du wirst es irgendwann kapieren. Diese hier. Ja. Kommt schon, ich sagte, es tut mir leid. Okay, die vielen Hausaufgaben waren sehr unfair von ihr. Wisst ihr was? Ich werde mich bei der Rektorin beschweren. Verabrede dich doch lieber mit ihr. Furchtbar witzig. Soll ich's machen? Wenn es mir erspart, 2000 Wörter über die Geschichte des amerikanischen Bürgerkriegs zu schreiben, würde ich es tun. Oh Mann, Buchbesprechungen sind scheiße. Dad? Ja?
Halt ihn von meiner Karatelehrerin fern. Hey, Alan. Ja? Hattet ihr nicht gerade ein Sag-einfach-Nein-Gespräch? Ja, klar. Wieso? Was hast du ihm denn bitte gesagt? Naja, er ist nur... Nein, es ist komischer, wenn du siehst. Wie komme ich nur darauf, dass es nur für dich komisch ist? Raus mit der Wahrheit. Wie stolz fühlst du dich in diesem Moment? Was soll das zum Teufel? Keine Ahnung, aber er springt an die Decke, wenn wir den Abflusshäcksler anmachen. Jake, was machst du da? Atmen! Atmen? Gibt es einen Grund, das im Becken zu tun? Was soll das? Ich muss üben. Mann, die Mädels werden ihn mal lieben. Jake? Ja? Ich hol ihn rauf. Ja. Das war nicht witzig. Ich hätte ertrinken können. Und Tage später wäre deine Leiche im Abtropfgitter angespült worden. Ja. Wo hast du denn den Schnorchel her? Den hat mir Greg gekauft. Greg? Ja, Dr. Melnick, Moms neuer Freund. Der Typ ist echt cool. Er bringt mir Flaschentauchen bei, wenn ich schnorcheln kann. Wir müssen eine größere Spüle anschaffen. Wir hatten ein gigantisches Boot mit Schlafzimmern und Tauchflaschen und Tauchanzügen. Wir tauchen dann vor Catalina. Ich zeig euch mal die Flossen, die er mir gekauft hat. Der Freund von Judith scheint ja wirklich cool zu sein. Ja? Und kannst du damit leben? Oh ja, ja, klar. Weil sowas für einen geschiedenen Mann nicht einfach ist. Ich weiß, ich weiß. Eine Ex-Frau, die mit einem anderen schläft. Ein Sohn, der sich an ihn bindet. Ja, ja. Ein Riesenboot. Charlie, worauf willst du hinaus? Auf nichts. Ich fühle dir nur auf den Zahn. Meinst du, wollen wir heute bowlen gehen? Oder einen Film ausleihen? Nein, ich gehe noch mal in die Wanne. Er weiß, dass da draußen ein Ozean ist, hm? Tja, Greg will nicht, dass er im Meer schwimmt. Er hat ihm ein Training im Pool verschrieben. Mein Sohn ist doch etwas genervt, weil er übers Wochenende hier sein muss. Er würde sein Training lieber in Gregs Pool machen. Der hat ein Boot und einen Pool? Anscheinend kann man sich einen Haufen coole Sachen leisten, wenn man nicht sein letztes Hemd für Alimente aufbringen muss. Hey, hey, mein Verhältnis zu meinem Sohn beruht nicht auf coolen Sachen. Hast du ein Pech? Hey, komm schon, es hat doch Vorteile. Welche Vorteile, Charlie? Zeig mir die Vorteile. Vielleicht können wir mal ein Wochenende mit ein paar Miezen auf Gregs Boot. Hm? Wieso um alles in der Welt sollte er uns ein Boot leihen? Er hat einen Draht zu Jake, wir haben einen Draht zu Jake, wir sind drin. Merkst du denn nicht, wie schlimm das für mich ist? Mein Sohn hat Judiths Freund lieber als mich. Ich kenne ihn nicht und selbst ich habe ihn lieber als dich. Ich hätte es wissen sollen. Alan, dein Sohn liebt dich doch. Du beeinflusst ihn doch sehr. Du bist das wichtigste Vorbild in seinem Leben. Schätze schon. Du kannst ihm eben nicht das Tauchen beibringen, na und? Dafür kannst du ihn auch nicht Skilaufen lehren oder Baseball oder irgendetwas anderes Cooles. Aber dafür bringst du viele andere Dinge auf den Tisch. Danke, lieber Gott.
Hallo, Charlie. Ja, man muss für alles zahlen. Hallo, Alan. Wenn du zu Jake willst, der ist im Bad. Oh, wie gerne würde ich mich meinem Enkel widmen, aber leider habe ich es etwas eilig. Charlie, ich brauche deinen Mercedes. Eine schnelle Antwort, weil du es eilig hast. Nein. Charlie, bitte, in einer halben Stunde will ich ein Haus vorführen. Was ist denn so verkehrt an deinem neuen Elektroauto? Oh, nichts, gar nichts. Es ist gut und tipp, alle, die unserem Planeten etwas Gutes tun, wollen fahren es. Aber wenn man einem saudischen Ölprinz ein Haus verkaufen will, kann man doch nicht mit einem Spielzeugauto mit einer Steckdose in der Stoßstange vorfahren. Du... Du kannst mein Auto haben, Mom. Oh. Siehst du, so behandelt ein liebevoller Sohn seine Mutter. Danke, mein Schatz, aber ich möchte erfolgreich aussehen. Charlie, dein Mercedes. Nein, vergiss es. Charlie, ich gehe nicht von hier weg, ehe du ich mir deinen... Ich wünsche dir gute Fahrt. Danke. Mein Auto steht in der Einfahrt. Oh, und wenn dir der Saft ausgeht, warte auf ein Gewitter. Ein Drachen liegt hinten drin. Tja, sehr schön. Nur damit du es weißt, es gibt noch andere Gradmesser für den Erfolg als Autos. Da hast du recht. Boote und Pools. Weißt du was? Weißt du was? Ich hoffe, Mom fährt eine Delle in deinen kostbaren Mercedes. Sag doch nicht sowas. Wenn du schon was hoffen willst, dann hoffe, dass sie in eine Klippe runterfährt. Echt super, was, Jake? Ein Elektroauto. Kann sein. Und was passiert, wenn die Batterien leer sind? Dann steckt man den Stecker rein. Aber wenn es einen Stromausfall gibt? Dann sitzt du mit einer Pistole auf dem Rücksitz und wartest auf die Plünderer, wie jeder andere auch. Charlie. Ist ein cooles Auto, Jake. Greg hat ein wirklich cooles Auto. Er hat einen Hammer. Naja, Hauptsache es sind Liegesitze drin, dann... Charlie... Ist auch ein cooles Auto, Jake. Und Jake? Ist super cool, hä? In so einem futuristischen Auto ins Kino zu fahren. Aha. Hey, vielleicht gehen wir danach noch eine Pizza essen. Gut. Und dann, wer weiß, vielleicht kauft dir dein alter Vater ein gewalttätiges, blutrünstiges Videospiel, hä? Okay. Wenn wir zum Tauchen fahren, lässt Greg mich immer ans Steuer von seinem Boot. Also, tut mir leid, Jake, aber ich habe kein Boot und ich habe keinen Hammer. Und ich kann auch nicht Flaschen tauchen. Schon okay, Dad. Greg kann's doch. Hey, Jake, wie wär's, wenn dein Vater dir zeigt, wie man Auto fährt? Was würde er tun? Charlie, er ist erst 11. Na und, wir suchen irgendwo einen leeren Parkplatz. Und wenn er was kaputt fährt? Alan... Das ist Moms Auto. Weißt du was? Dein Vater wird dir zeigen, wie man fährt. Cool. Man, 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 man. Kommst du an die Pedale? Ja, können wir das Radio anmachen? Vergiss das Radio. Und wo ist der Scheibenwischer? Okay, vergiss den Wischer. Komm, konzentrier dich. Da drin siehst du durchs Heckfenster. Du musst unbedingt reingucken, bevor du rückwärts fährst. Hm? Okay. Also gut, was siehst du? Ich sehe den Kopf von Onkel Charlie. Ein Baum, ein Einkaufswagen, eine Cola-Dose. Sieht etwas verrostet aus. Okay. Vergessen wir den Rückspiegel. Wir fahren einfach nur vorwärts. Also, das da ist die Bremse und das da ist das Gas. Ich dachte, es wäre elektrisch. Jetzt hat er dich, Alan. Okay. Da ist die Bremse und da ist das elektrisch. Also, die sind empfindlich, sehr empfindlich. Du darfst nicht fest draufdrücken. Okay. So, drück vorsichtig drauf. Ist es an? Nein. Ah! Bremsen, bremsen, bremsen! Okay, offenbar ist es an. Oh, ist ja echt super! Du musst vorsichtig sein, gemerkt? Aha. Und wie nah wir den Müllcontainern gekommen sind? Darf ich jetzt den Scheibenwischer anmachen? Nein, jetzt... Okay, wie wär's, wenn du das Lenkrad sanft nach links drehst und ganz vorsichtig auf das Gas trittst? Also, du weißt, wenn du Omas Auto nochmal fahren willst, darfst du es ihr nicht verraten. Weiß ich. Auch nicht Mom oder so. Daddy kann keinen Kummer brauchen. Das war echt cool, Dad. Danke. Ja, fand ich auch. Hey, mir fällt gerade ein, wenn Greg da ist, können wir ihn doch fragen, ob wir das Boot kriegen. Nein, ich frag Greg nicht, ob wir sein Boot... Hey,
Hey, hi Judith, hier ist er, unbeschädigt. Oh, hey Schatz. Hey Mom, rat mal, was wir gemacht haben. Was denn? Nichts Besonderes. Den Witz machen die heute alle. Nichts Besonderes. Damit hat er uns das ganze Wochenende genervt. Okay, also dann, bis dann. Ellen. Frag wegen des Bootes. Hör zu, nächstes Wochenende. Ja, ich weiß, Greg fährt mit euch tauchen. Nein, das ist es ja. Greg und ich, wir wollen uns nicht mehr treffen. Wenn du also noch keine Pläne hast, kannst du Jake kriegen. Ich hätte ihn gerne. Und wie leid mir das tut mit dir und Greg. Danke. Kann ich sonst irgendwas tun? Ja, wie wär's, wenn du aufhörst zu grinsen? Okay, also mach's gut. Du auch. Greg ist weg vom Fenster. Greg ist weg vom Fenster. Greg ist weg vom Fenster. Alan? Ja? Ich hab einen Spion. Ah. Greg ist weg vom Fenster. Greg ist weg vom Fenster. Hey. Wo warst du denn? Wagen waschen. Da war was Interessantes auf dem Rücksitz. Ach ja? Was? Okay, jetzt schneidest du auf. Nein, da liegst du falsch. Obwohl, ich muss zugeben, das Ding ist sexy. Findest du nicht auch? Ja, ich würde die Lady gern mal sehen, die den ausfüllt. Weißt du was? Du kennst sie. Ach, wirklich? Lisa? Nein. Jennifer? Wer ist Jennifer? Ach so, nein. Wer denn dann? Ich kann's dir sagen. Aber das kann ich dann leider nicht zurücknehmen. Wie soll ich das verstehen? Wer hat sich letztes Wochenende mein Auto geliehen? Heilige Mutter Gottes! Nein, nein! Unheilige Mutter von uns! Mom, in einem Auto? Mom, in meinem Auto. Wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich die Vinylsitze bestellt. Warte, du wirst ihn doch jetzt nicht mitten auf dem Boden liegen lassen. Der macht dich fertig, hä? Nein. Dann heb ihn auf. Hallo? Oh, hi Jake, was gibt's? Halt, nicht so schnell. Ich weiß, dass Mom und Greg nicht mehr zusammen sind. Ja, ich kann verstehen, dass du völlig fertig bist, aber... Nein, ich komm nicht und hol dich ab, bloß weil du auf deine Mutter sauer bist. Aber es tut mir leid, so ist es einfach. Dann gib sie mir doch mal. Ja, Judith, hi. Ich versuche gerade, dich ein bisschen zu schützen. Nein, ich habe ihm gesagt, er soll es mit dir ausmachen. Nein. Wirklich? Du meinst, es wäre besser, wenn er sich hier bei uns abregt? Okay, bring ihn doch einfach her. Nein, also dann, bis gleich. Jake kommt her? Ja. Offenbar ist er furchtbar sauer auf seine Mutter wegen dieser Greg-Sache. Ja, das ist verständlich. Da hat er gerade einen aufregenden Typen kennengelernt mit Boot und Pool und Hammer. Einer, der ihm alles beibringt, was cool ist. Und seine Mutter reißt ihm diesen wundervollen Mann aus seinem Leben. Zu früh. Hallo, darf man eintreten? Oh, hi, Mom. Was für eine Überraschung. Also, ich war zufällig in der Nähe und dachte, ich sehe mal nach, ob meine Söhne auch gut zurechtkommen. Ja, wir kommen gut zurecht. Ja, ganz super. Gut. Und Jake? Kommt auch gut zurecht. Ja, sehr gut. Ach, zum Teufel. Ich habe einen 300-Dollar-BH auf dem Rücksitz deines Mercedes vergessen und will ihn wiederhaben. Sowas? Wie um Gottes Willen konnte das passieren, Mutter? Wenn du es genau wissen willst. Ich will's nicht wissen. Ellen wird erwachsen.
Ich habe ein 12-Millionen-Dollar-Haus verkauft und habe es feiern wollen. Mit dem Saudi-Prinzen? Mach dich nicht lächerlich. Er hat 9 Frauen und die sind kaum älter als 11. Nein, ich war mit dem Makler des Verkäufers zusammen. Als wir die saftige Provision geteilt haben, wurden wir so heiß, dass wir es kaum bis zum Auto geschafft haben. Jetzt her mit Mamis BH. Oh, mein Schatz. Das ist doch krank. Such dir Hilfe. Hey. Hey, was läuft? Meine Mom hat mit Greg Schluss gemacht. Ich weiß. Von jetzt an wohne ich hier bei dir und Dad. Wetten nicht? Wieso nicht? Aus 2 Gründen. Deine Mutter liebt dich und das Leben ist hart. Warte mal, ich glaube, das ist nur ein Grund. Vielleicht kann Dad ja Mom überreden, sich wieder mit Greg zu versöhnen. Viel Spaß in der 5. Klasse. Die wirst du nämlich noch lange besuchen. Was soll ich bloß tun, Alan? Er hat Greg so gern gehabt, aber deshalb kann ich die Beziehung mit ihm noch nicht wieder aufnehmen. Kann ich verstehen, da liegst du nicht falsch. Wirklich? Weil ich mich nicht gut dabei fühle. Ich habe als Ehefrau versagt, ich habe als Mutter versagt und darüber hinaus sogar als Lesbe. Das war vielleicht das Problem. Du hast nicht versagt. Wir waren beide schuld, dass wir unsere Ehe nicht retten konnten. Du bist eine tolle Mutter und ich bin sicher, du wärst eine super Lesbe geworden, wenn du es ein bisschen länger versucht hättest. Ich zieh ein bisschen mit Jake los, dann könnt ihr euch unterhalten. Danke, Charlie. Oh, danke, Charlie. Wohin gehen wir? Ich gehe meinen Wagen umtauschen. Warum willst du einen anderen Wagen? Den hier hast du doch erst ganz neu. Ja, aber er macht so ein Bumsgeräusch, das mich verrückt macht. Ich höre aber nichts. Du hörst nicht mit meinen Ohren. Wenn du ihn sowieso loswerden willst, könnte ich ja eine Runde drehen, hm? Mach keinen Quatsch. Ich verspreche dir, ich fahre auch ganz langsam. Vergiss es, kommt nicht in Frage. Ist da oben ein Fußabdruck? Es war falsch, Jake, diese Beziehung zuzumuten. Viel zu früh. Ach, mach dir keine Vorwürfe. Es war eben nur so, dass Greg nicht der Supertyp war, den du dir erträumt hast. Doch, er war ein Supertyp. Mein Gott, Alan, er war atemberaubend. Er hat mich an unserem ersten Abend einfach gepackt und drauf ins Bett getragen. Jedenfalls hast du Jake die Beziehung zu früh zugemutet. Greg meinte, ich wäre zu fordernd. Ja, und das bin ich auch. Eine fordernde, wütende Kotztüte. Hey, sag doch sowas nicht. Das bist du nicht. Das bist du geworden. Aber weißt du, hinter dieser Schale erkenne ich noch das verschreckte, neurotische Mädchen mit einer winzigen Essstörung, in das ich mich verliebt habe. Oh, Alan. Ich raff's nicht. Das Auto hier ist doch genau wie das andere. Ist es nicht. Hörst du? Kein Bumsen. Du hättest dir so ein cooles Auto wie Greg kaufen sollen. Hey, tu dir selbst einen Gefallen und hör auf, den Typen anzubeten. Es gibt doch schon einen Mann in deinem Leben, der es wert ist, dass du zu ihm aufblickst. Dad? Okay, 2 Männer. Aber ich verstehe nicht, warum Mom mit Greg Schluss machen musste. Hätte schlimmer kommen können, wenn sie geheiratet und dann Schluss gemacht hätten. Als ich so alt war wie du, hatte ich schon meinen 3. Stiefvater. Und hatte den 2. gern. Und wie hast du dich da gefühlt? Was denkst du denn? Ich war voll angepisst. Ja, so geht's mir auch. Das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Aber schieb's nicht auf deine Mutter. Sie muss tun, was gut für sie ist. Verstehst du das? Schätze schon. Gut. Und nächstes Mal umarmst du sie fest und dann weiß sie, dass es auf jeden Fall einen Mann auf der Welt gibt, der mit ihr leben will. Okay. Warte mal, du gibst deiner Mutter doch für alles die Schuld. Das ist was anderes. Meine Mom ist der Teufel.
Komm, wir gehen ein Boot kaufen. Ich bin alt genug zum Fahren und um zu wissen, was zwischen dir und Mom läuft. Du bist nicht alt genug zum Fahren. Ich glaube einfach nicht, dass du sie getragen hast, weil sie sich den Knöchel verstaucht hat. Glaub, was du willst. Das ist meine Version und Ende. Erklär's ihm, Charlie. Deine Eltern wollten gerade Sex machen, als wir reinkamen. Ja, klar. Man. Man, 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 manly man, 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 man. Hast du dieses Wochenende Hausaufgaben? Ein paar. Dann mach sie doch heute Abend. Es ist doch erst Freitag. Ich weiß, aber du machst dir keine Sorgen mehr, wenn du sie heute machst. Mach mir keine. Hey, was macht ihr heute Abend? Jake macht Hausaufgaben. Warum? Ist doch erst Freitag. Haha. Hey, ich sag dir mal was über Onkel Charlie. Er war ein sauschlechter Schüler, hat seine Hausaufgaben immer erst im letzten Moment gemacht und so waren auch seine Noten. Dafür geht's ihm heute ganz gut. Haha. Hol deine Bücher. Die habe ich bei Mom vergessen. Gut, ich rufe sie an, damit sie sie herbringt. Okay, sie sind in meinem Rucksack. Haha, hol sie her. Okay, warte nicht auf mich. Oh, bist ja sehr zuversichtlich. Ja, deshalb das Warte nicht auf mich. Kennst du die Frau nicht erst seit ein paar Tagen? Ja, heute ist die Nacht der Nächte. Du kennst die 3-Tage-Regel? Das ist die 3-Dates-Regel. 3 Dates? Was soll denn der Quatsch? Also gut, aber wenn du sie mitbringst, sei bitte ein bisschen diskret. Keine Sorge, die erste Nacht immer bei ihr. Ist das wieder so eine Regel? Nein, das ist eine Frage der Höflichkeit. Eine Frau ist in ihrer eigenen Wohnung viel sicherer und entspannter. Und sobald sie eingeschlafen ist, kann ich abhauen. Guter Spruch. Du hättest Alleinunterhalter werden sollen. Ja, ich wette, die werden reihenweise verführt. Nacht, Partner. Nacht. Wo sind meine Chicken Nuggets? Wo sollen die schon sein in deinem Bauch? Jetzt schieb nicht alles auf die lange Bank und mach deine Hausaufgaben. Was für eine lange Bank? Das bedeutet etwas absichtlich verzögern. Oh. Kannst du das genau erklären? Das habe ich gerade. Ah ja. Heute ist mir ein Käfer ins Ohr geflogen. Charlie? Schläfst du? Was? Nein. Und du? Weißt du, ich muss morgen früh raus, deshalb... Du meinst, ich soll gehen? Schlimm? Nein, ich finde beides gut. Gehen oder bleiben. Okay. Ich muss also gehen? Du bist ein Schatz. Weißt du, eigentlich wache ich auch lieber in meinem Bett auf. Kleine Marotte. Mach dir doch nichts aus. Gar nichts. Gut. Also, war das für alle Beteiligten ein Erfolg, ja? Es war fantastisch. Wir müssen es irgendwann wiederholen. Das will ich meinen. Aber nicht jetzt. Nein. Okay, also, ich rufe dich an. Ich glaube, ich rufe dich lieber an. Gut, wie du willst. Ich rufe dich an, du mich. Ich dich. Gut. Dann finde ich wohl selber raus. Okay. Sherry, schläfst du schon? Wurde auch Zeit. Man, 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 man,
Wie lief die Schule diese Woche? Gut. Hausaufgaben übers Wochenende? Nein. Wirklich? Okay, ja. Jake, müssen wir das jeden Freitag durchmachen? Von mir aus nicht. Ringelpommes. Als ich so alt war wie du, hatten wir sowas gar nicht. Wir mussten gerade oder Zickzack-Pommes essen. Was? Ich will dich nur ablenken, während ich die Pommes klaue. Hey! Sei nicht so geizig, Jake. Gib ihm eine ab. Na, kein Date heute Abend? Nein, ich wollte mit euch ein bisschen rumhängen. Was ist mit der neuen Else? Sherry? Na, immer langsam. Wirklich? Meinst du langsam im Sinne von gemütlich oder von immer langsam, mir geht sonst die Puste aus? Weißt du was, du Schlauberger, leck mich. Also, Alan, schöne Frauen sind daran gewöhnt, dass die Kerle was von ihnen wollen. Sie erwarten es. Ein bisschen mehr Ketchup, bitte. Aber wenn du langsam machst und cool bleibst, kommen die Frauen auf dich zu. Naja, nicht auf dich persönlich, aber du verstehst schon. Ich bin ja nicht blöd. Nur abstoßend und von Natur aus nicht liebenswert. Jetzt sei doch nicht so schnippisch. Ich will dir gerade was beibringen. Hey, ich war mit einem einverstanden. Jack, wenn du fertig bist, fang mit den Hausaufgaben an. Ich habe aber noch Hunger. Er hat alle meine Pommes gegessen. Du kriegst ein Eis, wenn du mit den Hausaufgaben fertig bist. Das nenne ich eine lange Bank. Los! Das Kind passt auf seinen Teller auf wie ein einarmiger Knastbruder. Hallo? Oh, hey, Sherry. Wie geht's denn so? Heute Abend? Nein, tut mir leid, kann nicht, hab schon was vor. Wie wär's morgen Abend? Ach, da hast du was vor. Okay, sagen wir Sonntag? Montag? Wie wär's Dienstag? Oh, weißt du was, ich hab den falschen Monat im Kalender erwischt. Heute Abend geht's. Ich komm dich um 8 abholen. Gut, treffen wir uns um 7. Wie wär's bei Antonio? Der Oak Room ist auch gut. Wir sehen uns. Was war denn das bloß? Das war immer langsam. Sind Sie zufrieden? Es war perfekt, Stefan, danke. Immer schön, Sie zu sehen. Ich fand's auch gut. Du bist wohl sehr oft hier. Ja, ich lade viele Klienten hierher ein. Und da wir gerade davon sprechen, ich will jetzt schlafen gehen. Ich muss morgen früh raus. Oh, okay, ich zahle gleich. Das ist schon erledigt. Wann? Als du für kleine Jungs warst. Das ist aber nicht gut. Ich hab dich doch eingeladen, kein Problem. Nein, du solltest nicht sagen für kleine Jungs. Entschuldige. Ich vergebe dir. Dann können wir jetzt gehen. Ich hoffe, es ist für dich okay, wenn ich bei mir schlafe. Okay, ich folge dir. Ich glaube nicht, Charlie. Ich will schlafen. Okay, wie wäre das? Ich fahr dich nach Hause, trag dich nach oben, bring dich ins Bett, geb dir einen Gute-Nacht-Kuss. Und während du ins Reich der Träume segelst, werde ich dich vom Scheitel bis zur Sohle ablecken. So verlockend das klingt. Ich würde es aber lieber verschieben. Oh, okay. Ja, wir sollten uns beeilen. Es ist schon fast 9. Danke für dein Verständnis. Schon gut, es ist... doch alles in Ordnung zwischen uns. Ja. Habe ich was Falsches gesagt? Nein. Bist du sauer auf mich? Nein. Wirklich? Ja. Höre ich mich weinerlich an? Warum hast du das nicht gemacht? Ist freiwillig, wir können es weglassen. Warum machst du es denn nicht? Weil ich nicht muss. Es würde zeigen, dass du dich besonders anstrengst. Mach ich aber nicht. Mach's trotzdem. Wieso denn? Jake, wenn du so viel Zeit mit der Arbeit zubringen würdest, wie du dich dagegen wehrst, wärst du schon fertig. Ich bin fertig. Das ist freiwillig. Hey. Hey. Du kommst aber früh. Alan, wenn du was zu sagen hast, warum spuckst du es nicht aus? Du kommst aber früh. Ach, guter Witz. Hack nur weiter auf mir rum. Hast du das gesehen? Ja, er hat mein Eis mitgenommen. Hm.
Hallo, Nachbar. Hi, Rose. Hast du mit Sherry keinen Nachtisch gegessen? Woher weißt du das mit Sherry? Oh, Charlie. Du kennst mich immer noch nicht, ha? Huh? Und? Willst du darüber reden? Nein. Okay. Vielleicht muss sie ja wirklich früh aufstehen. Ja, vielleicht. Oder ihr richtiges Date konnte nicht so früh und sie wollte aber gerne in Gesellschaft essen. Was? Ach komm schon, Charlie. Doppelbuchung. Praktisch hast du das erfunden. Aber warum sollte sie das mit mir machen? Hat sie das mit mir gemacht? Sie hat's gemacht, oder? Haha. Wie bitte? Entschuldige, das war nur ein kleiner egoistischer Freudentaumel, weil du leidest. In Frankreich heißt das Joie Maligne, aber hier bei uns heißt es einfach nur Haha. Danke. Oh, Charlie. Du brauchst so eine Frau doch gar nicht. Du hast eine bessere verdient. Das stimmt, du hast recht. Sie ruft nicht an, wenn sie es verspricht. Sie lässt mich nicht bei sich schlafen. Sie trifft sich anscheinend mit anderen Kerlen. Also, wieso denke ich immerzu an sie? Okay, darauf wollte ich zwar nicht raus, aber halten wir mal fest. Sie ist großartig, aber sie ist auch furchtbar egoistisch. Sie hat viele Affären. Sie hat furchtbare Angst vor Nähe. Oh mein Gott. Was ist? Ich habe eine Affäre mit mir selbst. Kein Wunder, dass der Sex so gut ist. Es wird dir besser gehen, wenn du es heute fertig kriegst. Dann haben wir das Wochenende für unseren Spaß. Ja, aber wenn wir dann keinen Spaß haben, ist die ganze Lernerei umsonst gewesen. Das Risiko müssen wir eingehen. Also, in welchem Jahr hat Magellan die Welt umsegelt? Das wird aber nicht gefragt. Aber es würde dir nicht schaden, es trotzdem zu wissen. Warum soll ich was wissen, was ich nicht wissen muss? Weil du es vielleicht mal in Zukunft wissen musst. Dann werde ich es auch lernen. Und wieso nicht jetzt? Weil ich nur so wenig Platz in meinem Kopf habe, dass ich vielleicht meine Spinnkombination vergesse, wenn ich mir das auch noch merken soll. Charlie, hilf mir mal. Was? Jake findet, er muss nichts über Magellan wissen. Was ist Magellan? Haha. Okay, ich tue es ab. Wird nicht spät. Oh, tut mir leid. Hast du schlechte Nachrichten aus der Klinik bekommen? Nein, ich habe Sherry nur zu einem netten Dinner eingeladen. Nachdem ich mich freundlich, aber sehr bestimmt aus der Beziehung verabschieden werde. Oh, die Klinik hatte also für Sie schlechte Neuigkeiten. Es gibt weder Klinik noch Neuigkeiten. Ich mach Schluss. Wieso? Weil sie eine egoistische, manipulative Narzisstin ist. Du doch auch. Hallo? Er hat Narzisstin gesagt. Das ist ein anständiges Wort. Oh. Und was bedeutet es? Wenn du das wissen willst, dann kannst du ja mal im Wörterbuch nachsehen. Okay. Der kommt nicht mehr wieder. Danke, Stephen. Stefan. Ah, verstehe. Hör zu, Sherry. Ich muss dir was sagen. Du bist eine wundervolle Frau, aber... Du siehst heute Abend so heiß aus. Wirklich? Das war unglaublich. Ja, da hast du recht. Hm. Komisch, wie das alles läuft. Vor einer Stunde dachte ich noch, zwischen uns stimmt was nicht. Ja, hör zu, ich muss morgen wieder früh raus, wenn du also... Hier, fertig, Elvis. Bananen mit Erdnussbutter. Meine Mom schneidet sie diagonal. Ach ja? So haben sie es mir im Gefängnis beigebracht. Danke. Alan, ich habe ein Rätsel für Sie. Was ist klein und verwöhnt und sollte nur an Wochenenden hier sein? Ich gebe Ihnen einen Wink, Ihr Sohn. Ich weiß. Seine Mutter ist gerade für ein paar Tage in Palm Springs, um sich ein wenig zu verjüngen. Eine Entziehungskur? Ein Wellnessbad. Meditation und Darmspülung für $600 täglich. Wie zum Teufel soll man denn da meditieren, während man einen Einlauf verpasst kriegt? Ich glaube, die machen das abwechselnd, Bertha.
Das ist gut, weil sowas ziemlich ablenken kann. Ich kann nicht mal pinkeln, wenn die Katze zusieht. Nicht angehen! Bitte lass es sie sein. Bitte. Nein, halt, gehen Sie ran. Nein, klingeln lassen. Nein, gehen Sie ran. Hier bei Harper? Bin ich da? Ja, er ist da. Ja, ich bin da. Jake, deine Mutter. Na, wie läuft's denn da unten? Schon auf Öl gestoßen? Charlie, was ist denn los mit dir? Wieso? Warum wieso? Du verbringst die Hälfte deiner Zeit mit Trinken und Schmollen und die andere Hälfte mit Kotzen und Schlafen. Du warst die ganze Woche nicht draußen. Soll ich mich so in die Öffentlichkeit wagen? Wenn du dich so wahnsinnig nach ihr sehnst, warum rufst du sie nicht an? Klar könnte ich sie anrufen. Ich könnte auch genauso gut meine Eier per Einschreiben schicken. Ein Grund mehr, sie anzurufen, sozusagen als Vorwarnung. Alan, kapierst du nicht? Um Sehnsucht geht's hier nicht mehr, nicht mal mehr um Sex. Hier geht's um Selbstachtung und Stolz. Tja, aber schätze, der Zug ist abgefahren, Charlie. Sie braucht mich nicht. Das ist das Problem. Deshalb muss ich mir was ausdenken, wie ich ihr zeigen kann, dass ich sie genauso wenig brauche, wie sie mich. Aber ohne bedürftig zu erscheinen. Verstehst du mein Dilemma? Ja, ich schätze, ich versteh's. Du fühlst dich, wie ich mich gefühlt habe, als Judith mich rausgeschmissen hat. Mach dich nicht über mich lustig, darauf kann ich verzichten. Wer hat denn mein Sandwich gegessen? Mach deine Hausaufgaben. Ist ja unglaublich. Bin ich froh, dass du heute Zeit hast. Und ich, dass ich bei deinem Anruf zu Hause war. Ich wollte früher anrufen, aber das war eine verrückte Woche. Schon okay, kann ich verstehen. Oh, Charlie, ich will dich. Ach ja, sicher? Oh ja. Wie sehr? Merkst du das nicht? Ich würde es gern hören. Ich halte es nicht mehr aus. Ich bin verrückt nach dir. Also dann. Was machst du denn? Ich muss nach Haus, muss morgen früh raus. Was? Ich bin dir diesmal zuvor gekommen, richtig? Wovon redest du? Was ist das für ein Spielchen, Charlie? Das Spielchen hast du erfunden, nur heute hab ich gewonnen. Wirklich? Was hast du denn gewonnen? Ich lieg neben dir, Charlie, hungrig nach deinem Körper und du gehst einfach weg. Also, was genau hast du gewonnen? Du weißt schon. Verschwinde. Zu spät. Du kannst mich nicht rauswerfen, weil ich ja gesagt habe, ich gehe. Hey. Und? Wie lief's? Hervorragend. Ich hatte alles unter Kontrolle, habe meine Selbstachtung wiedergefunden und bin erhobenen Hauptes rausgegangen. Gut für dich, gut für dich. Und du könntest dich dafür nicht ohrfeigen? Kaum noch. Jake, warte, bis wir drin sind. Ich habe Hunger. Onkel Charlie ist da drin. Ah ja, ich verstehe. Ich riskiere eine dämliche Frage. Hast du dieses Wochenende Hausaufgaben auf? Hab sie schon in der Schule gemacht. Ach ja? Ja, beim Nachsitzen. Jake, warum musstest du nachsitzen? Weil ich gestern meine Hausaufgaben nicht hatte. Dann hast du die Hausaufgaben von gestern und heute gemacht. Ich habe sogar auch die freiwilligen Sachen gemacht. Natürlich. Ich sehe sie mal durch. Ich habe sie nicht gemacht. Jake, warum belügst du mich? Weil ich dachte, du vertraust mir. Das mit dem Nachsitzen ist wahr. Hi, Charlie. Hey, Rose. Was läuft? Ich wollte dir nur sagen, wie leid es mir tut, dass es mit dir und Sherry nicht geklappt hat. Ja, danke. Und ich wollte mich für meine Joie Maligne von neulich entschuldigen. Seitdem war ich nur noch voller Grollo-Schulodé. Grollo, Schulodé. Es bedeutet, sich Vorwürfe wegen Joie Maligne zu machen. Die haben ein Wort dafür? Noch nicht, aber ich hoffe, Grollo-Schulodé schlägt ein.
Ich werde mein Bestes tun. Weißt du, da war doch auch etwas Gutes an der ganzen Sache. Zu sehen, wie du von Sherry besessen warst, hat mir geholfen, meine Besessenheit von dir zu verstehen. Ich meine, du rufst mich nie zurück. Du hast immer andere Affären und ich darf nie bei dir schlafen, wenn du es merkst. Und dennoch habe ich es nie geschafft, dich zu vergessen. Interessant. Nicht wahr? Aber jetzt, wo ich es verstehe, fühle ich mich irgendwie davon befreit. Ist ja toll, Rose. Hört sich irgendwie sehr gesund an. Ja. Und das Wunderbare daran ist, jetzt, wo sich der Nebel der Besessenheit gelichtet hat, kann ich aufhören, dich zu idealisieren. Und erkennen, wer du wirklich bist. Und wer bin ich? Ein Menschenwesen, das in seinen Gefühlen tief verletzt und zerbrochen wurde. Und das mich dennoch eines Tages mit in ihren Gefühlen tief verletzten und zerbrochenen Kindern segnen wird. Rose. Psst. Halt mich fest. Ich finde die Namen Mikey und Trudy so schön.